Ein abartiges Hallo Leute aus Aarberg. Ich bin hierhin eingeladen worden. Und warum? Das seht ihr gleich, weil hier wird nämlich so richtig Betrieb gemacht. Ja, ich bin mal gespannt, was ich auf Fotos sah. Hat mich ultra geflasht. Mal schauen, ob es euch genauso geht. Guck, und hier mein kaputtes Auto. Da ist mir so ein Opa reingefahren. Wird nächste Woche repariert. Ihn kennt ihr ja schon. Ja, mein Name ist Daniel Horre, man kann es ja auch hier lesen sogar. Ja, genau. Wir sind ja hier unter uns im Freundeskreis TT, abgekürzt FKTT. Und wir machen also jährlich an verschiedenen Orten Modultreffen. Ist eigentlich eine eingetragene Community, die sich jährlich dann irgendwo mal trifft, mal so Treffen macht, wird vorab eben organisiert. Es gibt Leute, die machen dann aus diesen Modulen, die hier stehen, einen Gleisplan. Dann wird dazu ein Fahrplan auch gemacht gehabt. Und dann trifft man sich eben für 4 Tage, wird aufgebaut, 2 Tage, 2,5 Tage Modellbahnbetrieb gemacht. Und dann nach 4 Tagen ist eigentlich genug. Dann ist das Modellbahnvirus wieder erst einmal therapiert für den Moment. Für ein ganzes Jahr. Für Wochen. Ja. Das nächste Treffen aber ist in Thüringen. Es gibt noch mal eins dieses Jahr. Nur hier einmal im Jahr. In dem Ort einmal im Jahr. Also. Und das nächste Treffen ist jetzt dann in Thüringen. Mhm. Und dann zwischendrin ist noch mal eins in Dresden und dann ist eins bei Leipzig. Also das sind also verschiedene Orte in Deutschland, wo man sich eben trifft. Und heute sind wir eben, wie gesagt, hier in Aarberg. Im fränkischen Aarberg, ja. Genau. In der Nähe von Gunzenhausen an der fränkischen Seenplatte ist das da. Mhm. Ja, und hier treffen sich komischerweise die Reichsbahner. Ja, siehst du, ja? Ja. Und es ist echt geil, was hier zu sehen ist. Also hier habe ich meinen Fahrplan, wo meine Strecke drauf ist und die Uhrzeiten für den Güterzug, für die ÜB 76887. Und hinten dran habe ich noch die Fachkarten, für jeden Wagen eine Karte, wo entsprechend eingesteckt ist, welche Ladung der Wagen hat und wohin das muss. Das nenne ich mal konsequent. Jetzt haben wir hier wieder was Besonderes dabei. Wir haben einen Gehwagen bekommen, der ist mit einer Stückgutfracht befüllt. Die steht auf dem Kopf. Ich drehe es mal rum, nochmal, damit man es lesen kann. Der Wagen ist also zur Hälfte, 2/4 gefüllt. Mit dem Stückgut für den Güterschuppen aus Sassnitz. Mhm. Mit Metallen. Was jetzt drin ist, steht hier leider nicht drauf, welches Stückgut das ist. Ist halt nur als Stückgut bezeichnet. Manchmal stehen halt auch die Artikel drin, die in dem Stückgut drin sind. Ja, genau.
Ja, Leute, das war's jetzt mit diesen Einblicken. Ich möchte jetzt einfach gucken, dass ich, bevor es dunkel wird, wieder die Heimreise antrete. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es ist eine ganz besondere Art, mit der Modellbahn Betrieb zu machen. Auf jeden Fall war es ultra faszinierend, wie sehr die Leute doch bei der Sache sind. Das hat mich richtig geflasht, also muss ich schon sagen. Aber ich weiß nicht, ob ich das selbst jetzt 4 Tage durchhalten würde. Ich glaube jetzt eher nicht. Also dieser ganz vorbildorientierte Zugbetrieb nach Zeit, toll, alles super. Aber ich selbst fahre jetzt eigentlich lieber frei. Ich bin in jeder Beziehung lieber frei, so eben auch beim Modellbahnbetrieb. Blabla, egal. Faszinierend auf jeden Fall diese tolle Umsetzung. Alles patiniert, sehr gute Landschaftsgestaltung, sehr gute Gleisharmonie, Geometrie, also wunderschön gemacht. Das habe ich selten so gut gesehen, muss ich jetzt mal sagen. Und das eben jetzt in TT, mal was ganz Besonderes auf diesem Kanal. Glaube ich sogar ein Debüt. Eine große TT-Anlage hatten wir, soweit ich mich erinnern kann, noch nie. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch bitte eure positive Bewertung da. Schreibt einen netten Kommentar. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte und aktiviert gleich die Glocke, dass ihr über neue Erscheinungen immer sofort direkt informiert werdet. Ja, und wenn ihr wollt und könnt, gebt doch bitte sehr gerne ein Motivationssignal, um diesen Kanal und meine kreative, künstlerische Arbeit so ein bisschen zu unterstützen. Macht's gut, bleibt immer abartig kreativ und positiv. Bis zum nächsten Mal. Euer Kunstmichi, wie immer von Herzen. Ciao! Der Dennenloher See, da haben wir doch tatsächlich mal gezeltet. Vor vielen, vielen Jahren. Heieiei. Na, wenn ich schon hier bin, dann musste ich mir das anschauen, wie das heute ausschaut. Ich glaube, hier waren wir. Ja. Losgebrochen, das müsste ich jetzt einfach noch hinten anschneiden. Alter, das ist doch krank, ey. Man sieht kaum was.